viel Abwechslung für Groß und Klein gab es bei der langen Nacht der Familien auf Burglockenhaus. Mit einer Greifvogelpräsentation ging es los. Die Besucher konnten selbst die beiden Falken auf die Hand nehmen und auch streicheln. Weiter ging es mit einer Fledermausführung und Lesungen mit Graf Lockenkopf. Abgeschlossen wurde der Abend mit Ritterspielen im großen Rittersaal der Burg Lockenhaus. Zwischen 11. und 31. Oktober 2018 findet auch wieder die Erfolgsproduktion Dracula auf der Burg statt. Diese Aufführung erstreckt sich vom Burggraben bis in die oberen Geschosse der Burg. Sabine, ja. Heute auf Burg Lockenhaus, du mit einem Falken. Kannst du uns ein bisschen was über die Falknerei erzählen? Ja, die Falknerei ist eines der wichtigsten Dinge im Mittelalter gewesen. War ganz stark verbreitet, zum Beispiel bei den hohen Herrschaften. Also auf jeder Burg, auf jeder Schloss wurde die Falknerei, hat einen ganzen, also hohen Stellenwert. War hierarchisch festgesetzt, zum Beispiel Adler hatte König und Kaiser. Sogar einen Sackerfalken, die wurden zum Beispiel gegen Gefangene ausgetauscht. Ging hinunter bis zu kleinen Turmfalken, die Falknerknappen also eintrainiert hatten. Und welchen hast du jetzt auf den Arm? Ich habe einen Sackerfalken, die ist schon 23 Jahre alt. Das ist die Scheherazade und das ist das Model in unserer Truppe. Wie alt wird so ein Tier? Die Falken an die 25 Jahre alt, der Uhu zwischen 30 und 40 und weitaus der älteste, fast an die 100 Jahre kann der Steinadler werden. Die Falknerei wurde auch zum Beispiel mit den Kreuzzügen nach Mitteleuropa gebracht, wissen die wenigsten. Die Jagd gibt es ja heute auch noch, die Falknerei, und findet Gott sei Dank großen Anklang und das ist sehr, sehr schön. Ist es eigentlich, wenn man so an die Tiere im Zirkus denkt, die so abgerichtet werden und wo alle Tierschützer immer aufschreien, ist das bei der Falknerei so ähnlich oder ganz anders? Ganz anders, weil das immer ein Wildtier bleibt. Und zwar, man kann sie nie so dressieren in dem Sinn, sondern es bleibt immer Wildtier. Sondern der Mensch macht das anders. Das heißt, wir trainieren zwar ein, dass sie Schnelligkeit und Wendigkeit erreichen, das ist mit einem Beutertrappe, ein Federspiel bei den Falken. Und das wird gedreht und geworfen und müssen sie fangen. Aber in der freien Wildbahn, wenn sie mal frei fliegen, dann spielt die Natur und der Instinkt und da können wir rufen, was wir wollen. Also da jagt sie dann Rebhuhn, Fasan zum Beispiel. Ja. Das ist ihre Beute. Und wie schnell wird so eine Falke? Der schnellste ist der Wanderfalke mit fast 300 Stundenkilometer. Mein Auto ist nicht ganz so schnell. Ja, vor allem die Radarfalle, die würde gar nicht mehr jetzt aufleuchten, es ist zu schnell. Ah, na gut, dann besten Dank für den Überblick. Gern, gern. Und viel Vergnügen noch hier im Schloss. Das ist sehr lieb. Dankeschön. Ihnen auch. Okay. Das wird super. Die Falkenprinzessin, meine Scheherazade, so ganz langsam unter den Bauch fahren. Und ich würde sagen, sie ist doch so nett, dass wir jetzt die Haube runtergehen. Schönen guten Abend. Frau Landesrätin, heute lange Nacht der Familien im Burg Lockenhaus. Wie hat es Ihnen gefallen? Die Intention als Familienlandesrätin ist mir ganz wichtig, nämlich dass gemeinsam Kinder und deren Eltern oder Großeltern mit der Familie einfach einmal am Abend auf eine Burg gehen. Da kann man am Abend erst so richtig schauen, was da los ist. Und für die Burg Lockenhaus sprechen natürlich die Fledermäuse. Ich habe gerade schon mit den Falken die Chance gehabt, sie zu halten. Und insgesamt die Familien, die ich treffe, sind sehr zufrieden mit dem Angebot. Und vor allem geht es auch darum, dass heute am Abend das frei ist.
Das heißt, die Kosten für den Eintritt übernimmt das Familienreferat und damit können sich alle Familien leisten. Reges Treiben, Familien nehmen dieses Angebot gern an. Heuer ist es das zweite Mal und ich bin sehr zufrieden, weil Familien das wirklich in Anspruch nehmen. Es gefällt mir hier auf der Burg Glockenhaus ausnehmend gut. Haben Sie auch Fledermäuse gesehen? Ja, beim Raufgehen habe ich ganz genau geschaut. Und die sind natürlich durch die Gegend geflogen und haben sich gerade ernährt. Da haben ein paar Fliegen und andere daran glauben müssen. Das habe ich beobachtet. Herr Bürgermeister, heute lange Nacht der Familien auf Burg Glockenhaus. Wie zufrieden sind Sie mit dem Besuch? Nein, ich bin sehr zufrieden. Das Angebot wird natürlich sehr, sehr gut angenommen, weil es eine tolle Möglichkeit ist, hier unser Angebot auch auf der Burg Glockenhaus kennenzulernen, angefangen von der Fledermaus, von den möglichen Ritterspielen und den umfassenden Kinderführungen, die wir auf der Burg haben. Und ich bin dem Land Burgenland auch sehr, sehr dankbar, dass sie die Möglichkeit bieten, mit der langen Nacht der Familien hier ein kostenloses Angebot, um unser Angebot auf der Burg kennenzulernen. Das ist eine Win-Win-Situation, sowohl für die Familien als auch eine gute Werbemaßnahme für die Burg und für die Gemeinde. Was wurde heute alles gezeigt? Also wir haben hier zum einen Führung gemacht. Wir haben angefangen mit den Führungen zum Thema der Fledermausausstellung, die Blutgräfin-Führung. Es gab auch Ritterführungen, Ritterspiele, wo die Kinder und Familien selber ausprobieren konnten, wie damals die Ritter gekämpft, gelebt und geliebt haben. Und ja, ich glaube, ein breites Spektrum, das wir hier heute zeigen konnten. Was wird für die Erwachsenen geboten? Hier haben wir auf der Burg natürlich ein umfassendes Kulturprogramm. Wir fangen ja an mit dem Kammermusikfest im Juli. Dann gibt es die burgenländischen Musikantenwochen, Irish Music im August. Und jetzt kommen wir zwar zum Ende der Fledermaus-Saison, aber wir haben noch eine große Fledermaus, die wir im Oktober begrüßen dürfen. Wir haben noch unser Dracula-Theater, das im heurigen Jahr zum sechsten Mal stattfinden wird. Startet am 11. Oktober mit insgesamt 8 Veranstaltungen, jeweils mit Einbruch der Dunkelheit. Karten gibt es noch auf der Burg zu kaufen und da dürfen die Erwachsenen wirklich schon sehr, sehr gespannt sein. Wir bieten wieder heuer ein tolles Programm.